Ah. Gut, dann haben wir jetzt den Barmann hier. Dem Barmann schien es gut zu gehen. Gott sei Dank. Na, wenn das mal nicht das kleine Mädchen aus der Bar ist. Schau mal, was ich hier habe. Irgendjemand hat meinen sterblichen Überresten Geld auf die Augen gelegt. Das ist mehr als genug, um den Fährmann zu bezahlen. Nimm du ruhig den Rest. Ich werde hier nicht mehr alt. Vielleicht noch aus ein, zwei Fernsehbildschirm krabbeln, aber dann ab ins Jenseits. Der ist einer, ey. Nein, ich werde den Limp zu. Ihr wollt das Geld. Oh. Das ist mehr als genug, um den Fährmann zu bezahlen. Nimm du ruhig den Rest. Gut, das heißt, wir können jetzt am Pokertisch teilnehmen, also am Pokerspiel teilnehmen. Ah, mein Dom macht ihren Einsatz. Was heißt, wo sie wir mitspielen? Wedel, wedel. Worauf wartest du noch? Ich wedle mit dem Schwanz, ja. Wenn ich mich freue. Jetzt komm schon. Weil ich ein Hund bin. Ja. Setz dich dazu. Er ist ein Hund, miau. 5 Sekunden später. Au, Backe. Du bist die mit Abstand miserabelste Pokerspielerin, die ich jemals gesehen habe. Du hast nicht einmal deine Zigarre geraucht. Vergiss nicht, sie mitzunehmen. Ich habe Flöhe. Der ist doch immer noch der Beste hier. Ja gut, dann heißt, wir haben jetzt eine Zigarre. Ja, dann können wir ja eigentlich... Das waren kubanische Zigarren. Diese Hunde pokerten. Ja, gut. Dann können wir doch theoretisch mit der Zigarre Rauchzeichen geben, oder? Rup. Lilly deutete die seltsamen Rauchzeichen so, dass der Schamane offenbar einen Marterpfahl suchte. Artig, wie sie war, entschied sie, ihm dabei zu helfen. Ah, also dafür sind die Marterpfähle, ja? Okay, was jetzt? Tutorial. Helft dem Schamanen zum Indianerfriedhof zu gelangen. Lilly kann leider nur 3 verschiedene Rauchzeichen machen. Mit den Pfeilen lenkt ihr den Schamanen an einer Klippe nach oben und unten. Mit dem Tunnelsymbol könnt ihr ihn dazu veranlassen, den Tunnel zu benutzen. Wie die Tunnel genau zusammenhängen, müsst ihr selber herausfinden. Aber so viel sei verraten. Jeder Durchgang führt zu genau einem bestimmten anderen Durchgang derselben Tunnelgattung. Findet ihr den Weg zum Ausgang? Okay, das wird ja der Schamane sein, ja? So. Okay, damit geht er rauf, damit geht er runter. Ja. Was macht er jetzt? Achso, damit geht er durch... Oha, also das heißt... Heißt das jetzt jedes Mal hier bei diesen, wo diese Schienen sind, dass der... Ah ne, hier kann er auch... Achso, da ist er. Ah, okay, also der kommt, wenn er hier in sowas reingeht, kommt er in solchen auch wieder raus. Und es gibt 3 verschiedene, ja? Es gibt hier diese Bahnstrecke, es gibt dieses Plateau und es gibt diese Zähne. Okay, aber wie kommen wir denn jetzt... Müssen wir nach hier? Aber wie kommen wir denn da hin? Oh, dann kommen wir ganz zurück. Oh, war jetzt nicht so gut, ja? Das ist irgendwie nur so Trial and Error, ne? So ausprobieren. Ja? Nee. Hahaha. Im Grunde muss man sich nur merken, wo dich welche Höhle hinschickt. Aber das sind so viele. Jetzt sind wir wieder...
Immer wieder am Anfang. Hier mal eins runter. Wo sind wir jetzt? Ach da. Aber manchmal ist das gar nicht so einfach, den zu sehen, ne? Pass auf, wir waren ja eben nach unten gegangen, dann gehen wir jetzt mal nach oben. Ja. Und jetzt? Gehen wir hier durch. Ja, okay, ich glaube, ja, wir haben es geschafft. Der Schamane war schließlich am Marterpfahl angekommen. Lilly freute sich bereits darauf, ihm einen Besuch abzustatten. Endlich würde sie den geheimnisvollen Medizinmann kennenlernen. Ja, den Schamanen. Ja, das heißt, auf zum Indianerfriedhof, ja? Klar. Es sah nach etwas Essbarem aus, aha, aber es roch nach einem verendeten Tier. Junkfood. Oh, warte mal. Aber, naja, später. Ich glaube, ich hatte gerade hier so einen Geistesblitz mit dem Junkfood. Lilly hatte sich den Schamanen irgendwie anders vorgestellt. Kleiner. Mom, kurz AFK. Autovervollständigung. Meinten Sie Wendigo? Aha. Wait. Got it. Wikipedia-Eintrag. Wendigo. Der Wendigo. Vielfraß. Auch Windigo. Plural. Wendigo-Wack, Dämon aus der Mythologie der Anishinaabe. Wendigo-Wack gelten als besonders stur und uneinsichtig. FYI, sie stinken bestialisch. Lol. Autovervollständigung, meinten Sie Rauchzeichen? Aha. Roffel, das sind keine echten Rauchzeichen. Mein Roter ist in der Präriehitze nur heiß gelaufen. Jetzt willst du sicher wissen, mit was ich bei einem Server arbeite, oder? Mit einem Apache. Autovervollständigung, meinten Sie Waffen gegen Wendigo-Wack? Aha. Wait, grad mal auf Tipi Bay ersteigern. Bestellbestätigung ausdrucken? Ja, nein, cancel. Aha. Print. Hier. Es gibt scheinbar nur ein einziges wirksames Mittel gegen Wendigo-Wack. Gib das Rezept dem Quacksalber. Die Bestellung müsste bei ihm angekommen sein. Ich habe mich in sein WLAN gehackt. Und wenn du schon mal da bist, ich habe mir etwas über Appalachesohn bestellt. Es, ist nicht wirklich für mich. Ich habe nur aus Versehen auf ein Pop-Up-Fenster geklickt. Aber wenn du schon mal da bist, könntest du es auch gleich abholen. Thanks. Natürlich ist es nicht für ihn, sondern für einen Freund von ihm. Ist klar. Was wird das wohl sein? Achso. Was wird das wohl sein? Aber gut, wir haben jetzt zumindest schon mal eine Waffe gegen den Wendigo-Wack. Und das mit dem Fast Food, das hat mich eben daran erinnert, der Adler hatte ja gesagt, der Geier hatte ja gesagt, der kreist immer da, wo es verwest riecht. Ne? Und das Fast Food, das stinkt verwesen. Ah, ein Rezept. Wunderbar. Dann wollen wir doch mal sehen. Ja, die Bestellung habe ich erhalten. Hier. Und wo du gerade da bist, ich habe hier noch eine Lieferung für den Schamanen. Bring es ihm doch bitte vorbei. Ja? Natürlich. Was ist das denn? Deo? Ozonax for Wendigo-Wack. Mit der Extra-Portion FCKW. Na hier. Da war eine Dose im Paket. Lilly war gespannt. Enthaarungscreme. Ja, gut. Deo, Enthaarungscreme. Das heißt, wir bringen ihm das jetzt, oder wie? So.
Aber warte, vorher wollte ich das mit dem Junkfood ausprobieren. Hier, Satteltasche. Lilly steckte das Junkfood heimlich in die Satteltasche. Es sollte eine Überraschung werden. Oh, wie nett. Kann man die Satteltasche noch zumachen, damit es nicht auffällt? Nein, okay. Ja, du solltest mal langsam los, wa? Howdy nochmal. Willst du mich wieder wegen meiner Miene löchern? Dann vergiss es. Ich verrate dir den Weg nicht. Lilly hatte kein Interesse an der Miene, aber dieser Wendigo machte sie neugierig. Konnte es sich bei ihm um ein... Vielleicht... Wenn du den Schamanen suchst, halte nach Rauchzeichen Ausschau. Er kommuniziert irgendwie über diese Dinger. Naja, mit seinem heißgelaufenen Modem. Vergiss es. Ich werde... Und solange... Ja, okay, dann gehen wir erstmal noch schnell zum Schamanen. Meine Miene ist gut versteckt. Eigentlich sollte ich mal wieder hinreiten. Sehr gut. Okay, pass auf. Tarnungscreme, bitteschön. Ich hab das nicht bestellt. Da muss ein Irrtum vorliegen. Ja, Dio? Das brauch ich nicht. Aha. Wer sich nicht bewegt, kann auch nicht schwitzen. Ja, okay, dann... Mom, kurz AFK, Re. Ja, okay, dann behalt mal halt das Paket, die Enthaarungscreme. Kann sich ja Lilly einschmieren mit. So, Prärie. Ja. Die Geier kreisten über einem bestimmten Punkt am Horizont. Dort musste sich die Mine des Goldgräbers befinden. Ja, da mal hin da. Ah, gucke mal. Hat er sich verraten. Es war so heiß, dass die Luft nach Ozon roch. Aber selbst hier hinten kamen die sommerlichen Gerüche nicht gegen den Gestank des Wendigos an. Ja gut, ich meine, er ist ja auch ziemlich... Das sollen schon noch Haare, also das soll ein Pelz sein, oder? Vermute ich. Dem Geruch zufolge musste das dieser Wendigo sein. Der Schamane hatte recht behalten. Er stank wirklich bestialisch. Da ist ja unsere Dämonentöterin. Da staunst du, was? Ich weiß, was du meinen Brüdern angetan hast, aber nicht mit mir. Ich bin immer auf der Hut. Und das solltest du auch sein. Siehst du die Mine da hinten? Aha. Ich weiß, warum ich mich von ihr fernhalte. Sie ist einsturzgefährdet. Die Hängebrücke ist wackelig und dunkel wie ein Büffelpopo. Wer weiß, was für Gefahren da lauern. Da bleibe ich lieber hier draußen, in der Sonne, wo es sicher ist. Und ich lasse mich durch nichts und niemanden von hier fortbewegen. Genauso wenig wie von meinem Standpunkt. Gefährliche Orte sind nichts für kleine Kinder. Da kannst du dich auf den Kopf stellen. Der Schamane hatte recht behalten. Der Wendigo war wirklich ein sturer Zeitgenosse. Und er stank so sehr, dass der Gedanke an einen Büffelpopo jeglichen Schrecken verlor. Ja, es ist ja auch immer so ein bisschen Auslegungssache, welche Gegend sicher ist und welche nicht. Ne? Ich meine, ihm könnte ja jetzt auch irgendwas passieren. Ihm könnte ja jetzt einen Stein drauf knallen oder weiß ich nicht, hier kommt ein Büffel lang geritten und macht ihn platt. Also ganz so sicher ist das ja auch nicht.